Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Ich muss euch was Trauriges mitteilen, denn ich kam gestern nicht zum Vorproduzieren, weil Friendly Fire stattgefunden hat und ich das komplett vergessen habe und ich das unbedingt mitverfolgen wollte, weil es mich persönlich interessiert und auch ein bisschen spenden. Und ja, deswegen hatte ich dann nicht wirklich viel Zeit vorzuproduzieren. Und deswegen wird es etwas knapper, was die Folgen angeht. Ja. Ich kann nicht versprechen, dass jeden Tag ein Video hochgeladen wird, aber ich versuch's und es wird wie leider auch Diablo werden. Ich wollte zwar noch andere Sachen aufnehmen, aber wie gesagt, kam ich nicht zu. Aber ja, Diablo ist ja auch nicht schlimm, würde ich jetzt mal meinen. Hat sich ja eh keine wieder Videos geguckt. Also macht's keinen Unterschied. Von daher, egal. Das geht. Ist so, momentan ist das so ein Gefühl für mich, was ich brauche. Weil, ich meine, gucken tut's ja eh niemand bisher. Deswegen werde ich mal schauen. Morgen werde ich vermutlich noch ein Video für Dienstag, aber das kommt für das Video, was ich hier aufnehme, ist für Montag. Das nehme ich am Sonntag auf, schönen Abend. Auch wenn ich ehrlich keine. Das ist einfach so ein Zwischending. Normalerweise mag ich Sonntagabend nicht aufnehmen, weil ich mich für morgen Schule mental vorbereite. Ja, wirklich mental. Aber das ist etwas schlecht. Aber ein bisschen aus, entspanne, den Tag ausklingen lassen und mich sagen, durchzuatmen und dann morgen Schule, früh aufstehen, Arbeit. Ja. Das nervt heute morgen, also werde ich vermutlich ein Video für Dienst produzieren, dann Dienstag eins für Mittwoch und am Mittwoch werde ich dann vermutlich für Freitag, Donnerstag machen und dann habe ich auch erstmal endlich Zeit, wirklich. Und das meine ich jetzt wirklich Zeit, weil dann Schule nichts mehr wirklich vorhanden ist. Die Falle. Dein abscheuliches Volk ist die größte Sünde der Schöpfung. Aber eure Zeit ist vorbei. In meinem Reich erwartet dich nur der Tod. Interesting. Ich will gerade, weil er uns schon als Nefene bezeichnet. Also sind wir laut ihm Nefene. Was das ist, weiß ich natürlich schon, aber vielleicht einige von euch nicht. Also das werden wir mal schauen, ob wir dieses Rätsel noch lösen werden. Ganz schlecht, ich weiß. Ich könnte es natürlich so aufziehen, wie YouTuber sich für kleine Kinder so extrem so, oh, wer weiß das denn schon, so extrem das Faken, aber darauf habe ich selber keine Lust, weil mich sowas selbst ankotzt, wenn Leute einfach, ich meine, wenn man versucht, Dinger geheim zu halten und das links ist ja zäh, aber sagen, alles zu faken, ist für mich so gar nicht. Die Dinger leben ein Leben endloser Qualen. Ja, nett. Finde das Sündenherz in den... Im Herz der Verdammten. Joa, ne, das werden wir denn. Das ist gerade unsere momentane Mission und wir als Barbar, als der Zeberus, der Barbar, macht seinen Namen alles gerecht und durchläuft die Hölle, durchlebt die Hölle und bringt alle um, die sich daran befinden, die ihm nicht passen. Die hieratischen Schriftrollen beschreiben die gewaltigen Phasenbestien als fleischgewordene Sünden. Asmodan gewährte ihnen große Macht. Durch die Bestien dazu in der Lage sind, sich nach Belieben dem Auge zu entziehen. Es wird angenommen, dass der Herr der Sünde sie nur auf ungewöhnlich kluge Gegner hetzt, die nicht mit Zahn und Klaue zu bezwingen sind. Joa, ne. Das kann man ja als Kompliment schon betrachten. Jedenfalls, wenn man so betrachten will. Oh, scheiße, ich hab das aus dem weggeklickt. Ihr seid etwas Außergewöhnliches, nicht wahr? Das sagt gerade die Stimme. Ich kann es versuchen, mit dem Akzent vorzulesen, mit der Stimme, aber ich bin extrem schlecht, was weibliche Stimme angeht. Sorry. Ihr seid etwas ganz... Jetzt halt die Schnauze. Ihr seid etwas ganz Außergewöhnliches, nicht wahr? Und jetzt hier... Da drüben ist ein mächtiger Feind. Wir haben einen mächtigen Feind zu Fall gebracht. Boah, ne, mächtig. Wie man es nimmt. Yeah.
So, das einzige Gebiet, wo ich den Weg nie auswendig kenne. Ich glaube, ich muss hier einmal rum und dann auf der anderen Seite wieder runter. Ja, ich glaube, so war's. Und neues Wissen für uns. Wunderbar. Wir lernen mehr dazu und jeder weiß, Wissen ist Macht. Wenn wir die Gegner kennen, können wir sie auch töten. Die Stahlstachler mögen zwar wie Riesenskorpione aussehen, das geht sind noch jedoch in Wirklichkeit Menschenopfer, die von Dämonen zurechtgeformt wurden, um ihnen diese unverwechselbare Gestalt zu verleihen. Dazu schneiden sie ihnen die Brust auf und verstümmeln auf brutale Art und Weise ihre Beine. Diese vor Schmerzen in den Wahnsinn getriebenen Kreaturen können ihre Beute mit einem einzigen Stich vergiften. Unwifted. Noch nicht bereit. So. Interessant. Net to know. Das wäre auch so ein Leben. Boah. Habt ihr diesen enormen Dämon abseits des Pfades gesehen? Er ist einer der Geschundenen. Ein unfreiwilliger Diener Asmodans. Die anderen quälen ihn, indem sie seine Haut in großen Fetzen abziehen. Sie dient als Material für ihre schrecklichen Bauten. Ja, ja, das ist nicht ganz so schön. Ne? Gucken wir mal, gefällt dir der Ring mehr? Ja. Herrlich. Schön. Das geht jetzt nicht auch so, ne? Ihr seid zu freundlich. Das ist zu viel. Ja, ich gebe mir mal einen richtigen Stab. Wenn ich ihn irgendwann mal finde, dann macht die auch mehr Schaden. Die Begleiter können wirklich sehr viel Schaden machen und was noch viel wichtiger ist. Zum Beispiel, wenn du den Templer gut ausgerüstet hast, dann ist der so eine Tankmaschine. Der hat dann mehr Zähigkeit, als man gut kommt, an welchen Champ man spielt, aber der meist dann auch relativ gut. Tankfallen. Haut sehr viel gutes Ziel aus. Denke, Begleiter sind schon wichtig, wenn man da alles spielt. Vor allem, wenn man auf höheren Qualstufen spielt. Das macht einen das Leben schon einfacher. Ihr aushalten müsst. Ihr müsst darauf brennen, mich zu sehen. Joa. Ich bin nicht schmerzerfüllt. Voller Wut. Der Schmerz kommt danach. Erstmal alles umbringen. Das geht noch nicht. So läuft das. Oh, ihr habt meine Töchter kennengelernt, wie ich sehe. Genießt ihr ihre Gesellschaft? Ja, ich keine Ahnung, wen du damit als Töchter bezeichnen willst. Also, ne? Seltener Armbrustverband. So. Wieder schön durch. Ich labe mich an ihrer Qual, ihrer ewigen Pein. Ja, schöne Sadisten. Passt irgendwie zu dem Mond, ne? Findet ihr nicht auch? Sadismus und zu dem Mond. Ich finde ein bisschen langsam, ein bisschen unverschämt, dass sie nur solche Schwächlinge auf mich schicken. Bin ich deren Zeit nicht. Haben die langsam nicht bemerkt, dass ich stärker bin als die? So, geben wir mal das hier, diesen schönen Knüppel. Die Ketten reißen an ihrem Fleisch. Hört ihre Schreie. Solch süße Musik. Ja. Toll. Haben es vermutlich irgendwie verdient. Keine Ahnung, was muss man tun? Ja gut, manche haben es nicht verdient. Oh. Ihr seid so eifrig. Ich denke, ich sollte mich wohl vorstellen. Ich bin Sidia, Begüterin der Lust, Asmodans Gemahlin. Hallo, bleibst du gefälligst hier?
Wie belieben. Spielt mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht ermüden. Aber eure Töchter machen jetzt auch nicht viel mehr, würde ich mal sagen. Sag ich dir nur. Langweilig, ey. Und da wundern sich die Leute, warum der Barbar langsam so alt und keinen Bock mehr auf alles hat, ey. Der hat auch keinen Spaß im Leben. Wie das Blut aus dem Sündenherz strömt. Dafür werdet ihr büßen. Na komm doch, ey. Aber nee, du rennst wieder weg. Jetzt bin ich wieder der Depp, den ich finden muss. Das ist nicht nett. Ja, ne. Unmöglich. So, das hätten wir dann auch geklärt. Ne. Die Dämonin scheint den Klang ihrer eigenen Stimme zu mögen. Ich kriege langsam Kopfschmerzen. Ja, kann ich verstehen. So nahe. So nahe schon. Hat die jetzt Angst oder ist die geil auf mich? Fragen über Fragen. Ich werde die aufwählen. Also ich. Der Barbar, ey. Die hat mich beleidigt, ey. Dafür hau ich dir jetzt auf die Schnauze. So sieht's aus, ey. Sowas lässt. Sowas verletzt mein Ehrenkodex, ey. Ich als Sneaker Barbar, ey. Die Ehrenkodex der Barbare lautet: Jeder, der einen Barbar beleidigt, wird zum Zweikampf herausgefordert, um die Ehre zu verteidigen. Oder kann. Kann. Auf keinen Fall. Das ist gutes Barbarrecht. Habt ihr es etwa noch nicht studiert? Nicht genug Wut. So, jetzt sind die nervtöne Viecher weg. Marschieren, wir marschieren mit meiner Axt. Schalalalala. Durch die Aretata-Krater. Ist auch so das einzige Spiel. Also, weißt du, ist auch so der erste Gedanke, der durch den Sinn kommt. Jo, ich renne jetzt erstmal durch den Vulkan. Boah, ne. Das sind so Gedanken, die in einem echten Leben so einen schnellen Tod gewähren. Aber hey. Oh ja, geil. Spinnen. Kommt mal alle her. Aber genauso, ey. Ach, easy, ey. Alle weggeschnitzelt, ey. Das kann ich nicht. Alter, drei von diesen Würmern, ey. Können Qualmodus auch übelst gefährlich werden. Aber die meisten sehr selten sieht, wenn man. Wenn jetzt, du musst vorstellen, 30 weitere Gegner, du kämpfst gerade, und da kommt auf einmal so ein Wurm aus dem Boden. Darauf achtet man meistens nicht so. Sehr gefährlich. Mhm. Sehr böse. Ja, die Spiele, die ich angeteasert habe, die ich auf jeden Fall spielen werde, wird alles im Januar kommen. Das steht schon fest. Also, am Ende des Januars. Vermutlich erst Februar. Das steht auf jeden Fall fest. Im Januar hole ich mir sie, weil es günstiger ist, nicht über die Weihnachtszeit zu kaufen, sondern danach. Falls du irgendwas... Ich meine, so weit. Ja, aber die will ich haben. Die will ich zu Weihnachten... Ja, da kommt es mir darauf nicht so an. Ich meine, ich habe ja das Spiel noch, das wird auf jeden Fall noch bis Weihnachten auf jeden Fall gehen. Und danach wird es vermutlich durch sein. Ich meine, obwohl es sind noch zwei Akte, ne? Vermutlich erst nach Weihnachten wird es durchkommen. An Weihnachten mache ich aber einen schönen Weihnachten die Runde CSGO. Sterbt, ich brauche mehr Zeit.
wie man es so schön kennt. Oh, der Weihnachtenverlesung. Ich werde für Weihnachten ein bisschen kompliziert. Auf keinen Fall. Aber ja. So ein Tag der Ruhe. Tag der Gemeinschaft mit der Familie. Das ist nicht so mein Ziel, nicht darauf unbedingt so viel Diablo zu haben. Eine Runde ist das komisch, mutig. Und irgendein anderes Spiel. Entspannter sein wird. Ich werde ja auch noch eh Tropico 6 spielen. Anno. Ich glaube, hiernach mache ich Tropico 6 oder so. Nebenbei lade ich halt. Halt, das ist jetzt gut. Leute, das hätte ich wirklich vorzumachen. Leider, das Problem ist, die Squads waren in letzter Zeit nicht online. Keiner der Leute war online und hat mir das zusammengespielt. Das ist halt immer so, Zeit, momentane Zeit ist halt wirklich kacke. Da haben halt, viele haben keine Lust auf Song, weil die halt unter Stress stehen. Das kann ich halt auch verstehen. Ich stehe ja auch unter Stress. Also ich mache das halt nur wegen, weil mir das zum Teil auch Spaß bringt und wow, das ist jetzt auch nicht so schwer. Ich cutte jetzt auch nicht unbedingt die Videos großartig. Ich habe ein Video wirklich schwer geschnitten und gemacht. Das war mein erstes Video, was ich nochmal bearbeitet habe, mit dem Trailer davor geschnitten. Das war so das aufwendigste Video bisher. Das Rest war einfach Kamera an, los geht's, also Aufnahme an und los geht's mit dem Commentary. Aber ja, Commentary, das ist so das Schwerste an diesem Aufnehmen. Sich erstmal daran zu gewöhnen, die ganze Zeit zu reden. Aber ich glaube, das geht etwas schneller. Weil ich denke, ich habe mich schon in letzter Zeit schon Fortschritte gemacht, würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich bisher mich nicht verändert habe. Also schon so. Und ich hoffe, ich werde mich auch weiter noch verändern, verbessern vor allem. Spiele ich die Spiele werde? Weiß ich nicht, kommt auch immer doch. Ey, wurde ich gerade. Das meine ich, ich wurde gerade von Wurm gefressen, das ist so nervtötend quasi. Ich brauche Wut. Oh, da habe ich einen Schatzgoblin gehört. Wo ist denn mein Kleiner? Unmöglich. Da ist er ja. Du bleibst hier, mein Freund. Und tot. Doch nicht bereit. Boah, easy. Ja, manchmal muss ich mich ein bisschen schweigen, ein bisschen konzentrieren, denn ich habe vor, hier einfach null zu sterben in diesem Spiel. Ich werde vermutlich einmal freiwillig sterben, weil ich austesten will, weil ich euch mal zeigen will, wie groß. Ich meine, für die Leute, die nicht wissen, das Gear macht einen riesen. Macht alles aus in hier Diablo 3. So ohne Gear hätte ich vielleicht 10 Schaden. Nicht genug Wut. Oder so. Auf Level 70 auch nur so 6 oder 6 Schaden, so mit bloßer Hand, ohne Waffe oder sonst was. Und natürlich macht auch noch. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich wollte euch mal zeigen, wie. Also das Gear macht sehr viel aus und ich wollte euch mal zeigen, wie man alleine, selbst ohne Gear, alleine nur durch die Paarung Level hoch. Also wie viel die bringen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Höchste. Ich muss zurückkehren. Nein, muss ich nicht. So, das hat sie gesagt, hier nochmal durchlesen. Was ich erwähnen wollte, ich wollte euch mal zeigen, was die Paragon-Level so ausmachen. Obwohl ich selbst nicht wirklich gerade die höchsten Paragon-Level habe mit 745. Aber ich habe ja die Season auch schon etwas angespielt, gestern Abend. Eben während des Streams. Ja, das kann man auch, weil mit Aufnahme kann ich halt keine anderen Audiogeräte anhaben. Du denkst, weißt, was Schmerzen sind, Nilfalem? Was Leid ist? Meine Konkubine wird dir schon bald die wahre Bedeutung zeigen. Ja, ne, das kann man jetzt interpretieren, wer will. Will sie mir zeigen, wie man jemandem Schmerzen zufügt, oder will sie mir zeigen, was Schmerzen ist? Indem ich ihr das beifüge, oder sie mir? Ne? Kann man jetzt sehen, wie man will. Aber ja, ich habe ein bisschen die Season angespielt, bin jetzt auch in der Season-Paarung Level 250 oder so. Das geht auch schnell.
mit dem Charakter, aber ich werde es euch auch nochmal zeigen. Season Stream. Ich habe aber das Gear noch nicht, keine Sorge. Ich habe also nur den Paragon-Level, mehr nicht. Ich brauche mehr Zeit. Ist doch ein bisschen schwerer, das Gear zu bekommen. So, weg damit. So, ich werde hier jetzt auch die Folge beenden, nachdem ich hier reingegangen bin. Und den Speicherpunkt mir. Ich hoffe doch, dass ihr euch nicht zu viel vorgenommen habt. Ja, das hoffen wir doch. So ekelhaft sein? Ja, nee, da fragst du. Da fragst du was. That's true. Also, ich werde dann hier auch die Folge beenden. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, es tut mir ein bisschen leid wegen meiner Verplantheit, dass die Videos jetzt doch nicht so... Also, dass die regelmäßig vielleicht noch aktiv kommen. Dass ich in der Woche jetzt vermutlich auch kein CSGO und LoL hochladen kann. Auch wenn es eh nicht geguckt wird. Ganz traurig. Das erwähne ich 8 Mal, bis Leute meine Videos anfangen zu gucken. Aber nein, das wird das letzte Mal vermutlich sein, dass ich das so erwähne. Weil es mir selber jetzt gerade nervt, das Ganze zu erwähnen. Aber, also als Begründung, damit ihr versteht, was ich damit meine. Und das werdet ihr sehr oft sehen, dass ich etwas ausschweifende antworte auf Fragen. Man muss auch immer die Hintergründe verstehen. Das ist meine Ansicht. Deswegen ausschweifende Antworten. Und manchmal schweife ich von Thema ab, genau wie jetzt. Also, ich beende hiermit die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung da und konstruktive Kritik und Kommentare, falls ihr mich ein bisschen unterstützen wollt. Denn konstruktive Kritik ist sehr wichtig dafür, weil ich so erfahren kann, wie ich mich verbessern kann. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut auch das nächste Mal rein, wenn es wieder Zeit ist für Diablo 3. Und bis dahin, ciao, ciao und viel Spaß noch.